Hallo und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten. Wir haben heute unter anderem diese Themen für Sie. Einweihung der HS 106. Die Oberstdorfer Arena hat eine neue Trainingsschanze. Revanche in Sonthofen. Allgäu-Team trifft in der zweiten Bundesliga erneut auf den SV Lohhof und Pipes and Drums im Unterallgäu. Zu Besuch bei der wohl einzigen Dudelsackband im Allgäu. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. HS 106, so heißt die neue Skisprungschanze in der Erdinger Arena in Oberstdorf. Etwa 5 Millionen Euro hat das neue Schmuckstück gekostet und künftig sollen hier vor allem die Oberstdorfer Skispringer trainieren. Nach etwa einem halben Jahr Bauzeit konnte die neue Skisprungschanze am Freitag endlich offiziell eingeweiht werden. Evelyn Priep und Julian Küpper berichten. Alleine der Anlauf wiegt 95 Tonnen. Im Juli wurde er an einem Tag angebracht. Insgesamt 12 Kilometer Kabel sind in der neuen Schanze verlegt worden. Der Schanzentisch ist jetzt 20 cm höher und rund 6 Meter näher am Schattenberg. Das sind aber nicht die einzigen Unterschiede zur alten Schanze. Also prinzipiell, das hört man schon am Namen, HS heißt Hillsize. Es gibt also Auskunft über die Schanzengröße. Bisher war das eine Hillsize 100, das heißt auch die Sprungweiten gingen so etwas über 100 Meter. Jetzt ist sie etwas größer geworden mit dem Neubau. Das war allerdings nicht der primäre Grund für den Bau, eine größere Schanze zu bauen, sondern die Schanze in den Radien, in den Anlaufradien entsprechend anzupassen, so wie das heute für das Springen, für das internationale Springen einfach notwendig ist. Der Bau der neuen Schanze verlief genau im Zeitplan und innerhalb des finanziellen Rahmens. Das lobten alle Redner bei der Einweihungsfeier. 4,7 Millionen Euro investierten Bundesrepublik, Freistaat, Landkreis und der Markt Oberstdorf in die neue Trainingsanlage. Davon profitiert auch der Nachwuchs. Auf dieser Schanze alleine werden knapp 15.000 Sprünge absolviert von unseren Nachwuchssportlern und Kadersportlern. Und sie ist einfach der wichtige Schritt zwischen dem Jugend- und Nachwuchsspringern hin zu den Spitzenathleten. Und auch die Spitzenathleten, die auf den großen Schanzen trainieren, trainieren immer wieder auf der Normalschanze, um eben wieder Techniktraining zu machen oder um sich auch auf entsprechende Wettkämpfe auf dieser Schanze, die ja auch zum Beispiel bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen genutzt wird, in dieser Schanzengröße dann vorzubereiten. Dann der große Moment bei der Einweihungsfeier. Die Schanze wurde für den ersten Sprung freigegeben. Juniorenweltmeister in der nordischen Kombination und gebürtiger Oberstdorfer Johannes Rützek hatte die Ehre. Da ist einfach der Anlauf nicht mehr ganz so steil wie die alten. Und ja, das ist auch für uns Athleten leichter, um da mehr an der Hockposition oder so zu arbeiten. Und dann auch, die Flugkurve ist ein bisschen flacher, was einfach auch ein bisschen mehr Anforderungen dann an uns stellt. Und da müssen wir einfach eine bessere Technik springen, um da weiter runterzukommen. Und das ist fürs Training natürlich optimal. Der erste Sprung gleich ein Rekord. 105 Meter auf der neuen HS 106. Damit war die Schanze offiziell zum Training freigegeben. Was Oberstdorfen so alles zu bieten hat, genau das gab es am Wochenende komprimiert auf der Messe im Park zu sehen. Mit dabei war für jeden etwas, das Besondere aber an der Oberstdorfener Messe, der sonst auf den Messen übliche Trubel fehlte. Perfekt also, um sich einmal gemütlich anzusehen, was Oberstdorfen so zu bieten hat. Florian Wackenhut und Jonas Strobel berichten. Einmal im Rampenlicht stehen, das ist der Traum vieler. Doch in Oberstdorfen stand am Wochenende ein ganzer Ort im Rampenlicht. Oder besser gesagt, seine Betriebe. Zumindest 22 davon, denn die präsentierten sich im Kurhaus unter dem Motto Miteinander arbeiten, herstellen, leben. Ich denke, ein Ort so wie Oberstdorfen kann eigentlich nur bestehen, wenn man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Und ich finde es ein tolles Motto und hoffentlich bleibt es auch so.
klein, aber fein. Ruhig und gemütlich. Hier herrschte nicht die Messehektik wie sonst üblich. Die Besucher erleben eigentlich genau das, was man in Oberstaufen findet. Vom Handel, Handwerk, Dienstleistungsbetriebe, alles was vor Ort. Nicht in großen Massen, aber klein und fein. Und denke auch viele innovative Sachen, nichts von der Stange oder nicht nur von der Stange, so darf man vielleicht sagen. Und ich denke viele tolle Gespräche und viele neue Ideen. Wie zum Beispiel dieser Herd. Wie von Geisterhand verschwindet der Dunst direkt in der Arbeitsplatte. Wer hingegen nach einer neuen Wintersportausrüstung suchte, wurde ebenfalls fündig. So war für jeden was dabei. Die Idee der Messe ist auch einen Querschnitt zu zeigen, was im Ort alles geboten ist. Es können nicht alle Betriebe mitmachen. Es sind jetzt aktuell 22 Betriebe, die dabei sind. Aber wir sprechen natürlich auch das Umfeld an, zu sagen, kommt nach Oberstaufen, hier lässt es sich gut aushalten, sich informieren, einkaufen, genießen lassen. Und die Gäste, die da sind, auch Oberstaufen mal von der anderen Seite, nicht nur aus der touristischen Seite zu zeigen, sondern was sonst noch geboten ist, dass auch noch mehr Leben gibt, als wie nur Tourismus. Ob Tourist oder Einheimisch, das war auch im Technikbereich egal. Denn beim 3D-Gucken, da zuckte fast jeder beim ersten Mal zusammen. So, und wir machen jetzt ganz, ganz kurz Werbung und dann gibt es die aktuellen Meldungen aus der Region. Bleiben Sie dran. Ja. In jeder Situation klare Sicht mit der Femtosekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo. Hallo? Mei, du, so Geburt von so einem Kind, da verändert sich alles. Wenn er lacht, das ist das Tollste. Das Sparen muss man lernen und das kann man nur, wenn die Eltern das auch vorleben. Vorsorge ist schon wichtig fürs Alter oder wenn man eine arbeitsunfähig ist. Auch so jetzt mit so einem Haus, dass man Sicherheit einfach hat. Morgen sorglos sein soll für die Kinder auch gelten. Die wollen ja auch irgendwann mal eine Ausbildung machen, einen Führerschein. Den will man ja auch den Grundstein legen, dass man nicht jetzt, was weiß ich, mit 18 oder so dann bei Null anfängt. Dass man dann halt einfach auch schon mit was auf den Weg gibt. Erleben Sie Rebecca, das Musical. Stanglmeier Komfortbusreise bringt Sie zu einer spektakulären Produktion nach Stuttgart. Musical-Ticket und Getränke im Paket schon ab 75 Euro. Buchen Sie noch heute Ihre Tickets. Kommen Sie zur Sparwoche und gewinnen Sie 15.000 Euro für Ihre Zukunft. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Der totale Räumungsverkauf bei Tomi Mode und Sport in Oberstaufen. Sämtliche Marken zu sensationellen Hammerpreisen. Von 20-70% gnadenlos reduziert. Alles muss raus bei Tomi Mode und Sport in Oberstaufen. Schlechtes Einparken kommt oft durch schlechtes Sehen. Auch bei Männern. Besser, Sie kommen erst zu uns. Alles rund ums gute Sehen, Brille virtuell anprobieren und unser iPad-Gewinnspiel auf www.brillenanprobe.de/Bayern. Die Meldungen vom 24. Oktober 2011. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica hat heute ein Ärzteteam in die Türkei geschickt. Dort hatte sich gestern Nachmittag ein schweres Erdbeben ereignet. Insgesamt sind 4 Helfer heute Morgen von Memmingen aus in das Katastrophengebiet geflogen. Vor allem die Region um die Großstadt Van ist von dem Erdbeben betroffen. Auf der Richterskala erreichte das Beben eine Stärke von 7,3. Die Behörden rechnen mit mehreren hundert Todesopfern. Mehr zum Einsatz von Humedica in der Türkei sehen Sie morgen bei uns in der Sendung. Mitten in Mindelheim hat sich in der Nacht auf Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.
Ein mit 5 jungen Erwachsenen vollbesetzter Pkw war ungebremst gegen eine 1 Meter hohe Mauer geprallt. Dabei erlitten die 21-jährige Fahrerin sowie 3 weitere Insassen schwere Verletzungen. Laut Polizei war nur die Fahrerin angeschnallt. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Rund 30 Feuerwehrleute, mehrere Rettungskräfte und ein Notfallseelsorger waren vor Ort im Einsatz. Die 5 jungen Erwachsenen kamen aus dem Raum Mindelheim und Dirlewang und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, wird noch geklärt. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor dem Verzehr von italienischen Bio-Oliven mit Mandeln. Oliven der Marke Bio Gaudiano, die das Mindesthaltbarkeitsdatum 9/2012 haben, sollen eine Vergiftung mit den Toxinen von Clostridium botulinum hervorrufen. Dabei handelt es sich um eine Vergiftung des Nervensystems, das Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle nach sich ziehen kann. Die Krankheit kann bis zur Lähmung der Muskulatur führen. Falls Sie an sich selbst nach dem Verzehr von Oliven diese Symptome feststellen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Über 2000 Besucher waren am Samstagabend bei der Kempner Musiknacht dabei. In 20 Bars und Gaststätten, wie hier in Breuenge, gab es für die Besucher ein buntes musikalisches Live-Programm. Die Kempner Musiknacht unter dem Motto 20 Bands in 20 Kneipen fand heuer zum zweiten Mal statt. Die staatliche Realschule in Babenhausen hat von Europaministerin Emilia Müller die bayerische Europaurkunde verliehen bekommen. Durch enge Kontakte mit europäischen Partnergemeinden oder Hilfsaktionen für Krisengebiete in Europa fülle die Schule den europäischen Gedanken mit Leben, so die Begründung. Die bayerische Europaministerin hatte die Urkunde 2008 eingeführt, um die enorm vielfältigen und hochwertigen europäischen Aktivitäten an bayerischen Schulen zu würdigen. Ja, und das waren die Meldungen vom 24. Oktober und jetzt gibt es die Wettervorhersage. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Die Nacht zum Dienstag bleibt trocken. Die Temperaturen sinken bis auf 1 Grad. Am Dienstagmorgen bleibt es bei 8 Grad, meist bewölkt. Ab und zu lässt sich jedoch die Sonne blicken. Am Alpenrand kommt es zu Föhn. Im Lauf des Tages bleibt es bei Temperaturen um die 13 Grad stark bewölkt. Es kann immer wieder zu Regenschauern kommen. Am Mittwoch ist es sehr wechselhaft. Bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad regnet es morgens zunächst. Am Nachmittag lässt sich die Sonne immer öfter blicken. Der Donnerstag bleibt trocken. Bei Temperaturen um die 10 Grad gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Auch am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Das Thermometer klettert bis auf 15 Grad. Der FC Memmingen hat am 14. Spieltag ein 2:2 Unentschieden beim FSV Frankfurt erreicht. Die Mannschaft von Trainer Esat Karic schaffte nach einem 0:2 Rückstand noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Torschützen für den FCM waren Andreas Hindelang in der 24. und Einar Karic in der 44. Spielminute. Damit liegt der FC aktuell auf Rang 10 der Tabelle. Nächster Gegner der Memminger sind am Freitag zu Hause die Stuttgarter Kickers. Ein Wochenende der Niederlagen haben die Allgäuer Eishockeyvereine aus Kaufbeuren und Füssen hinter sich. So musste sich der ESV Kaufbeuren in der zweiten Bundesliga am Freitag mit einem deutlichen 2:6 den Eispiraten Krimmitschau geschlagen geben. Trainer Ken Latter rügte anschließend die schlechte defensive Leistung aller Spieler. Aber auch zwei Tage später lief es bei den Buron Jokern nicht besser. Gegen Hannover stand es gestern zum Schluss 2:3 nach Verlängerung. Damit liegt Kaufbeuren jetzt auf dem 11. Tabellenplatz. Ja, und auch der EV Füssen musste eine Niederlage einstecken. Die Gäste aus Peiting besiegten die Füssener Leoparden mit 5:1. Trotzdem liegt Füssen in der Oberliga weiterhin auf dem 3. Tabellenplatz. Bei der Eröffnung des Stubai-Gletschers am vergangenen Wochenende ist auch ein Allgäuer an den Start gegangen. Felix Georgi aus Immenstadt hat bei dem Snowboard-Wettbewerb den 5. Platz erreicht. Gewinner des Wettbewerbs war der Österreicher Simon Pircher.
Beim dritten Moreboards Dubai Opening feierten 18.000 Snowboarder und Freeskier den Start in die diesjährige Wintersportsaison. Bei vielen Wettkämpfen und mit einem großen Rahmenprogramm haben die Wintersportler den Snowpark und die Pisten eröffnet. 6:0 Punkte aus den ersten drei Spielen. Mit dem Start in die zweite Bundesliga der Volleyball-Damen können die Mädels des Allgäu-Teams Sonthofen absolut zufrieden sein. Mussten sie im letzten Jahr noch aus der ersten Bundesliga absteigen, so haben sie in der laufenden Saison noch kein einziges Spiel verloren. Und das sollte auch so bleiben. Am Samstag kam der Tabellenführer und letztjährige Zweitligameister aus Lohhof ins Allgäu. Spannung war also garantiert, denn die Mannschaft aus Sonthofen wollte Wiedergutmachung. Bereits vergangenes Wochenende trafen die beiden Teams im Pokal aufeinander mit dem besseren Ende für Lohhof. Ob die Revanche geglückt ist, wissen meine Kollegen Florian Backenhut und Jonas Strobel. Genau wie Sonthofen hatten die Gäste aus Lohhof in dieser Spielzeit der zweiten Volleyball-Bundesliga Süd noch nicht verloren. Eine harte Nuss also für die Damen des Allgäu-Teams. Die Marschrichtung des Trainers war aber klar. Es wird ein schwieriges Spiel sein, aber Lohhof ist einer von Favoriten. Und wir konzentrieren auf die und wir wollen, klar, wir wollen zu Hause siegen, das deutlich. Geben unser Bestes. Ne? Doch der Start verlief für Sonthofen alles andere als optimal. Denn im ersten Satz machten erstmal die Gäste die Punkte. Ruckzuck lagen sie mit 2:7 in Führung. Trainer Roppel mit der ersten Auszeit und die scheint gefruchtet zu haben. Doch immer wieder verhalfen die Allgäuer Damen den Gästen zu wichtigen Punkten. Lohhof bot zu diesem Zeitpunkt tolles Volleyball. Zwischenzeitlich führten die Gäste mit 12 Punkten Unterschied. So ging der erste Satz für das Allgäuer-Team klar und deutlich mit 13:25 verloren. Der zweite Satz begann genauso wie der erste. Gleich zu Beginn mussten die Allgäuerinnen einem Punkterückstand hinterherlaufen. Sonthofen agierte in der Folge konzentrierter und kämpfte sich Punkt um Punkt an die Gäste heran. Beim Stand von 9:9 konnte das Allgäu-Team dann wieder punkten und erstmals die Führung in der Partie erringen. Das Spiel nun ausgeglichen bis zum 22:22. Sonthofen mit zwei wichtigen Punkten nacheinander und diesen Vorsprung brachten sie nach Hause. Der zweite Satz ging mit 25:23 an das Allgäu-Team. Jetzt schien es zu laufen, doch auch der dritte Satz begann wie die ersten beiden. Ganz schnell gingen die Gäste mit 3:0 in Führung. Der Rest glich dann dem Anfang. Sonthofen hechelte dem Rückstand hinterher, konnte aber nie gefährlich aufholen. 20:25 hieß es daher am Ende. Lohhof sah zu diesem Zeitpunkt wie der sichere Sieger des Spiels aus. Entscheidend dann der vierte Satz. Sonthofen stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Lohhof wollte den Sieg nicht mehr aus der Hand geben. 14:15, 15:15, 16:15, so ging es immer weiter. Die Spannung war riesengroß. Beim Stand von 20:23 für die Gäste war der Sieg für Sonthofen schon fast futsch. Und da drehte das Team dann erst richtig auf. Kurz darauf der Ausgleich und letztlich mit 28:26 den Satz gewonnen. Das soll den Damen erstmal einer nachmachen. 2:2 nach Sätzen, jetzt musste der Tiebreak entscheiden. Die Gäste aus Lohhof hatten nach dem vergangenen Satz allerdings den Faden verloren. Sonthofen hingegen wurde immer stärker. Sie ließen jetzt keinen Zweifel mehr daran, dass die Punkte im Allgäu bleiben sollten. Und so kam es dann auch, 15:9 und damit der Sieg für Sonthofen. Hart erkämpft und nie den Glauben verloren, das spricht für die Mannschaft. Lohhof sah zwar lange wie der Sieger aus, am Ende landeten sie aber nur auf der Verliererstraße. Ja, ärgerlich, dass wir das verloren haben, weil normalerweise, wie Sie schon gesagt haben, dass wir das Spiel eigentlich im Griff hatten. Und wir haben dann angefangen, es ein bisschen aus unseren Händen zu geben. Sonthofen ist gut gekommen und bei uns hat es dann einfach zum Schluss raus nicht gelangt und das ist ein bisschen schade. Ja, das war sehr hart erkämpft. Das sind gute Mädels da drüben, da muss man auch schon, das muss man schon sagen, bestehen, dass die kämpfen
okay, wir haben die jetzt zum Schluss im Fünftes ausgebrochen und durch den Block, Aufschläge und so weiter. Und das wir haben durchgezogen. Wir haben gekämpft bis zum Schluss. Und das hat die Mannschaft zeigt Charakter. Vierter Sieg im vierten Spiel. Damit bleibt Sonthofen in der zweiten Bundesliga weiter vorne mit dabei. Und weil Feiern so viel Spaß macht, werden die Mädels auch in Zukunft alles daran setzen, ihre weiße Weste in der zweiten Bundesliga zu behalten. In der Tourenwagen-Weltmeisterschaft hat der Allgäuer Franz Engstler am Wochenende im japanischen Suzuka weitere wichtige Punkte gesammelt. In der Wertung der Einzelfahrer konnte er mit einem 6. und einem 7. Platz insgesamt 5 Punkte holen. Mit 87 Punkten liegt Engstler derzeit in der Gesamtwertung auf dem 5. Platz. Ja, und auch in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft gibt es einen Allgäuer Erfolg. Das Audi-Team Abt Sportsline hat die Gesamtwertung der DTM gewonnen. Dazu trug unter anderem Matthias Ekström mit seinem 6. Platz bei. Durch die Platzierung konnte der sich gleichzeitig noch die Vizemeisterschaft sichern. Deutscher Meister ist der Audi-Pilot Martin Tomczyk. Sein Gesamtsieg stand bereits im vorletzten Rennen in Valencia fest. Ja, und das war es vom Sport. Wir machen jetzt kurz Werbung und dann gibt's hier recht schottisch was auf die Ohren. Bleiben Sie dran. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Jetzt mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, da bin ich daheim. Schindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Reisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Höbel Kunststofffensterbau. Fenster und Türen, hergestellt mit handwerklicher Perfektion und Präzisionstechnik, verleihen Ihrem Heim Wärme, Schutz und Sicherheit. Fenster und Türen von Höbel. Die Visitenkarte Ihres Hauses. Waffenbär. Das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Gesundheit in besten Händen. Bei Ihrer AOK Bayern. Wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit. Vom Säugling bis zum Senior. Von Schwangerschaft bis Pflege. Experten der AOK geben Ratschläge für die ganze Familie. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem regionalen TV-Programm. Let's get ready to party! Geiler geht nicht! Der Toshiba Fernseher. Full HD-Qualität auf 102 cm Bilddiagonale. DVB-T und C-Tuner für nur 379 Euro. Jetzt auch online kaufen auf saturn.de. Ja, wenn man ans Allgäu denkt, dann fallen einem erstmal ganz klar die Kühe ein. Aber auch das Schloss Neuschwanstein, schöne Berge und Alphörner. Was Sie aber vermutlich überhaupt nicht im Allgäu erwarten, das sind Dudelsäcke. Klar, die gehören normalerweise auch nach Schottland. Aber im Unterallgäu gibt es tatsächlich eine echte schottische Dudelsackband. Die heißt High Road Pipes and Drums und meine Kolleginnen Melanie Müller und Lisa Schwarz haben die Band einmal bei der Probe besucht. Hello, ladies and gentlemen, I am Tom Brune, and we are the High Road Pipes and Drums. And to the next, we will play Scotland the Brave. Kurz, das sind die High Road Pipes and Drums, und jetzt kommt Scotland the Brave. Yeah.
Wer hätte das gedacht, mitten im Unterallgäu, eine echte schottische Dudelsackband. Was viele hier nicht vermutet hätten, ist eigentlich nichts Neues, denn die Highroad Pipes and Drums gibt es schon seit 10 Jahren. Ihr Auftrag, irische und schottische Folklore ins Allgäu bringen. Den Ton machen hier die berühmten Great Highland Pipes, die bekanntesten Dudelsäcke überhaupt. Und was bei den Allgäuer Schotten so leicht aussieht, ist in Wirklichkeit harte Arbeit. Das ist natürlich auch eine Konditionssache und eine Trainingssache. Also man sollte jetzt nicht unbedingt was einmal in der Woche spielen, da wird es ein bisschen schwierig vielleicht. Also ist schon regelmäßiges Üben sehr empfohlen. Ja. Und man muss natürlich auch immer der Nachbarschaft danken. Dann sage ich immer, danke Nachbarn. Denn einen Nachteil haben die großen Dudelsäcke. Zimmerlautstärke gibt's hier nicht. Und deshalb werden beim Üben ganz oft die leiseren Trainingsflöten genommen. Die haben aber noch einen weiteren Vorteil. Ohne das anstrengende Pusten übt es sich viel besser. Zu ihrem Repertoire gehören neben Klassikern aber auch moderne Stücke wie Steam Train to Melnick. Und wie es sich gehört, darf bei einer echten Allgäuer Dudelsackband auch das richtige Outfit nicht fehlen. Im Detail, das ist ein Ancient Mackenzie Kilt, das Tartan, was ja natürlich wahrscheinlich alle kennen, wie das sich funktioniert, dass ja jede Familie sein eigenes Karo hat. Das ist ein Sporen, weil wir ja keine Hose haben, ist gleich keine Hosentaschen. Und da hat man so die Sachen, die einfach wichtig sind. Ja. Money, Cigarettes. Ja, etc. Gürtel braucht man natürlich, dass man das ganze gute Ding nicht verliert. Belt, ja. Beltbuckle. Und das im Strumpf. Das ist ein Skindu. Kommt eigentlich der Name vom gälischen Skindu, Messer schwarz. Und es gibt immer so viele Mythen und Geschichten drumherum. Solange man das im Strumpf trägt, ist alles okay. Gefährlich wurde es früher erst, wenn das Messer nicht mehr im Strumpf zu sehen war. Aber wo wir schon bei der Kleidung sind, muss zuletzt noch eine Frage erlaubt sein. Was tragen die Schotten jetzt eigentlich drunter? Sorry, that's top secret. Ja, und mehr Informationen zu den Highroad Pipes and Drums gibt es im Internet unter www.highroad-pd.de. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zusehen. Morgen gibt es uns wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Dann geht es bei uns unter anderem um das schwere Erdbeben in der Türkei. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation hat, wie berichtet, heute ein erstes Ärzteteam ins betroffene Gebiet geschickt. Und wir werden uns morgen mit einer Vertreterin von Humedica über den dortigen Einsatz unterhalten. Außerdem verraten wir Ihnen, warum es in Schwaben immer mehr Unternehmensgründungen gibt und vor allem mehr als im restlichen Bayern. Das und noch mehr gibt es also morgen. Bis dahin einen schönen Abend. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen. Holz und Bau Espermüller in Kaufbeuren. Ihr Beratungszentrum rund ums Bauen und Renovieren.